Abstimmung mit den Füßen nennt man das Phänomen, wenn einer Partei die Wähler davonlaufen. Und diese Erfahrung machen gerade die Grünen in den Umfragen und zuletzt auch bei Landtagswahlen. Schuld daran sind die verkorkste Heizungswende und das ungeschickte Agieren des einstigen grünen Überfliegers Robert Habeck. Noch versucht die Partei, die Misserfolge schönzureden, doch nach einer weiteren vergeigten Wahl könnte es eng werden für Habeck und Co. Filz-Affäre, Heizungschaos und zuletzt das desaströse Ergebnis bei der Bremen-Wahl. Anders als früher sorgt Robert Habeck, der starke Mann der Grünen in Berlin, nicht mehr für Rückenwind auf Landesebene. Beim Bayerischen Grünen-Parteitag in Erlangen zeigt sich Spitzenkandidatin Katharina Schulze wenig begeistert. Es ist im Moment keine ganz so einfache Zeit für uns Grüne, aber wir gehen da kämpferisch ran, setzen gerade hier in Bayern auch auf unsere Themen in diesem Landtagswahlkampf. Nach dem Rausschmiss von Habecks Staatssekretär Greichen, dem Mastermind hinter dem Heizungsgesetz, ist immer noch nicht klar, ob es überhaupt rechtzeitig fertig, geschweige denn verabschiedet wird. Die Kosten für die Verbraucher drohen zu explodieren, die Koalitionspartner SPD und FDP wollen es auf die lange Bank schieben. Dennoch, offiziell will bei den Grünen noch niemand von Habeck abrücken. Minister Robert Habeck ist der Minister, der sich traut, die Dinge anzupacken, auch wenn es wehtut, auch wenn es keinen Spaß macht, auch wenn es Gegenwind gibt. Na gut, in Berlin ist ein Fehler gemacht worden und das hat man im Wirtschaftsministerium aufgearbeitet. Man hat ja Konsequenzen gezogen. Bei den Bürgern kommt das nicht so gut an. In einer aktuellen Forsa-Umfrage landen die Grünen bundesweit mit 15% hinter SPD und AfD. In Bayern sieht es noch etwas besser für sie aus. Politologe Werner Patzelt hält die Erfolgssträhne der Grünen dennoch für beendet. Grund dafür sind seiner Meinung nach die Auswirkungen der grünen Klimapolitik. Das liegt aber in erster Linie daran, dass aus der Verheißung, man würde endlich etwas für das Klima tun, nun konkrete Maßnahmen werden, deren Nebenwirkungen, Heizungseinbau, steigende Energiepreise und so weiter, sie verstören die Leute. Am 8. Oktober wird in Bayern und Hessen gewählt. Robert Habeck und sein umstrittenes Heizungsgesetz könnten bis dahin endgültig zum Risikofaktor für seine Partei werden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.